Jo, Leute, hier ist wieder James aka Chris mit Video Nummer 45 unserer Let's Play-Reihe. Und ja, was gibt es Neues? Wir müssen heute schnell über Sven Bender reden. Der hat wohl sein Weites gesucht bei Borussia Dortmund und ist zu seinem Bruder gewechselt, nämlich nach Bayer Leverkusen. Das heißt, für alle Beteiligten heute schnell, schnell, schnell zuschlagen, wenn ihr könnt. Also, ich glaube, bei uns ist der gar nicht vergeben, aber leider auch nicht auf dem Transfermarkt. Ja, jetzt kommen wieder diese Pop-ups. Richtig toll, übrigens auf der Seite. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Bender, schauen wir mal, ob der vergeben ist. Ich meine nicht, dass den einer hat. Doch, den hat einer. Krass. Also, Lucky Joe ist Lucky, würde ich sagen. Wer hat ihn denn von uns? Wer hat den Sven? Ja, also das heißt also, achtet mal heute 1,83 Millionen jetzt gewechselt. Das heißt, der geht richtig steil. Also ich denke mal, dass der auf 4, 5 Millionen hochgehen könnte, locker. Und ach, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Da muss man sagen, das ist schon ein Lucky Punch, dass so ein Wechsel dann zustande kommt. Ja, hilft alles nicht. Wir müssen noch unser Konto irgendwo ausbügeln. Haben wir ja noch vor heute. Wie Chuck hatten wir gestern abgegeben und schauen mal auf die heutigen Angebote, die wir bekommen haben. Und das sieht ja gar nicht so schlecht aus, wie ich sehe. Gehen wir mal auf Annehmen. Hübner ist rapide gefallen. Also ich weiß nicht, was da mit euch los ist, Leute. Also so ganz verstehe ich es nicht. Ne? Der hat einen Marktwert von 4,2 Millionen. Was ist denn? Das ist der Rekord des Tages oder was? Boah, minus 530.000 Euro. Wow, das erklärt sich mir überhaupt nicht für so einen Klassenspieler, dass man da so viel Minus einfährt. Ja, wir müssten in der Theorie alle drei annehmen, hat mir ja gesagt. Aber ich werde Atschipka heute nicht annehmen, denn auch der wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage oder Stunden sogar nur fix gemeldet werden. Das heißt, wir nehmen nur die beiden erstmal an. Und dann bräuchten wir noch 3,1 Millionen. Und da ist gestern noch in den Kommentaren noch was aufgekommen. Und zwar wollte ich dazu noch kurz Stellung nehmen. Und zwar war die Idee, dass ich vielleicht Hübner behalten sollte und dafür Brooks abgeben soll, weil Brooks ja der schlechtere Verteidiger sei. Das kann ich nicht so ganz unterschreiben. Brooks hat in Berlin auf jeden Fall stabil gestanden. Und ist ein gutes deutsches Talent im Fußball. Hübner hat eine ganz tolle Saison gespielt, aber vergesst mir zwei Sachen nicht. Erstens, Hoffenheim hat die Dreifachbelastung dieses Jahr. Das heißt, Verletzungsanfälligkeit bei den Innenverteidigern ist gegeben. Man wird nicht mehr jedes Spiel so konzentriert angehen können. Und vergesst bitte nicht bei Hoffenheim, dass Süle nicht dabei ist. Und das macht einen Unterschied. Wenn so ein Verteidiger wegbricht und davor dann auch noch ein Rudi wegbricht, aber das wirkt sich immer so ein bisschen auch auf die Stabilität der Hintermannschaft insgesamt aus. Und Faktor 3, den wir noch nicht außer Acht lassen dürfen. Ich habe auch noch den Torwart aus dem ganzen Dilemma. Das heißt also, wenn ich mit Torwart und mit einem Verteidiger aus dieser Mannschaft hinausgehe, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass bei einer Niederlage ich doppelt bestraft werde. Und das möchte ich in der Regel vermeiden. Klar, hätte ich das Risiko mit Bicacic, hätte ich das eingehen können. Das ist wahr. Aber Bicacic ist jetzt auch nicht der Spieler, der für den Stamm vorgesehen ist. So nehme ich erstmal an. Also ich denke mal, dass Vogt, Hübner, Hogmar, Nordwald oder Bicacic dann die drei das unter sich ausmachen. Vielleicht auch Nordwald eher auf D6 gesehen. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Aber es macht keinen Sinn mehr, dass ich Hübner halte. Vielleicht macht es aber jetzt Sinn, Utschipka zu halten und stattdessen Brooks abzugeben. Das würde ich vielleicht unterschreiben. Ja? Einfach deswegen, weil Schalke mit einem offensiven Utschipka eine gute Saison sein kann, wohingegen Wolfsburg und Brooks vielleicht nicht die ganz perfekte Wahl ist, aber wir setzen beide mal drauf und gucken einfach, was morgen passiert, weil der Spieler ja noch nach Schalke wechselt. Das heißt, es wird noch mal was oben drauf kommen, wenn ich Glück habe. Und ja, vielleicht reicht ja auch sogar der Brooks-Transfer. Nichtsdestotrotz, die anderen beiden nehmen wir erstmal an. Also, das heißt, ich entscheide mich auf jeden Fall gegen Hübner und gegen Jovic und muss noch die 3,1 aufbringen. Und wir sind dann auch schon wieder deutlich über Marktwert angekommen. Jo, also angenommen haben wir es. Wir haben soweit alles auf dem Transfermarkt gestellt. Gehen wir kurz auf die Aufstellung, wo wir jetzt im Moment stehen. Das heißt, Zuba ist drin. Das wäre unser Mittelfeld im Moment.
Mit Sabitzer, Zuber, Risse, Jovic ist ja weg. Und ihr seht selbst, den haben wir schon rausgekitzelt. Sturm ist auch gesetzt und in der Verteidigung wäre das im Moment so. Und da müssten wir für Brooks sehr wahrscheinlich dann einen finden. Was steht denn hier? Medizincheck bei Schalke. Also ihr seht selbst, das ist schon sehr heiß, das ganze Thema. Und wir hätten noch ein kleines Sümmchen offen von. Gucken wir mal ganz kurz, Transfermarkt. 3,19 plus die. Was haben wir denn jetzt hier? Das wollte ich gar nicht. So. 3,149 müssen wir noch aufbringen. Wir können einen Brooks oder einen Dings, einen Oldschipka noch verkaufen. Das heißt, wir müssten so einen 160.000er oder etwas besseren Spieler holen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, einen Spieler zu holen, wie zum Beispiel Itta, der niemals spielen wird und ich gebe dafür 260.000 aus. Das macht einfach keinen Sinn. Was wäre mit Tavata? Der hatte ja ein paar Minuten in der letzten Saison. Aber 2 Punkte ist natürlich auch ein ganz, ganz katastrophaler Schnitt, wenn man das mal so sieht. Gehen wir mal ganz kurz und wir informieren uns mal kurz über den Spieler. Bevor wir das machen, 1,5 Millionen am Marktwert kann links wie. Ja, das wäre natürlich ein gar nicht so verkehrter Transfer, wenn Uchipka jetzt wechseln würde. Ja, dann machen wir das doch mal. Was kostet der? Mich 320.000. Ja, nehmen wir den doch mit. Dann hätten wir die Lücke eigentlich gefüllt und können dann Brooks oder Uchipka abgeben und hätten dann unsere Mannschaft eigentlich im Prinzip komplett, wenn wir nicht noch irgendwie was herzaubern können an Geld. Und ja, das können wir dann immer noch versuchen in den kommenden Wochen, dass wir uns da irgendwie was erarbeiten. Ja, ansonsten steht jetzt morgen auf der Agenda Brooks oder Oczypka verkaufen, aber stellt euch vor, Oczypka geht noch steiler. Also, das ist ja nicht ausgeschlossen. Der kommt ja jetzt erst nach Schalke und dann geht der Marktwert erst nach oben. Vielleicht ist da sogar noch ein bisschen mehr drin. Vielleicht können wir das dann ein bisschen anders aufsplitten auf einen anderen Verteidiger noch, der vielleicht sogar 1 Million wert ist und dann würden wir doch mit Brooks in die Saison gehen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt also nur noch ein Minus von 3,1, nee, 3,4, wenn wir jetzt den noch mitnehmen würden. Und gehen noch ganz schnell die Personalien auf dem Transfermarkt durch. Da ist jetzt auch nichts, womit man Cash machen kann. Castells ist durch, Giefer ist durch, ist schon am Fallen. Haraguchi war sogar, glaube ich, am Steigen, ist jetzt auch wieder am Fallen. Da ist auch noch nicht klar, ob der überhaupt bleibt, muss man auch abwarten. Und Duda keine tolle Saison gespielt, kam mit viel Hoffnung nach Berlin und hat sich aber nicht so wirklich durchsetzen können letztes Jahr. Und Verhaag ist immer solid, wenn man ihn holt, aber wir wollen auch nicht zu viele Augsburger haben und vor allem schon nicht zwei Verteidiger. Bayer kann man auch immer kaufen und Weigel sowieso, hatte ich gestern schon gesagt, als Perspektivspieler. Ja, ansonsten ist in den News nicht viel Neues. Wir müssen einfach warten, ob vielleicht noch was kommt, was wir uptraden können. Also wir haben ja jetzt noch Möglichkeiten. Wir könnten immer noch einen Raphael gegen einen günstigeren Stürmer eintauschen und dafür uns dann noch was anderes holen. Und im Mittelfeld ist, ja, es ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, muss man ehrlich sagen. Also mit Schmid und Clemens. Aber das Geld ist weg, Leute. Ich meine, wir haben mit 20 Millionen haben wir einen Raphael geholt, wir haben einen Werner geholt, wir haben einen Zuber geholt, wir haben einen Risse geholt, ja, einen Junusovic abgegeben und viel, viel Kleinholz. Und ich denke mal, da kann man schon. Also, da ist ja keiner mehr da von den Spielern, die ich mal hatte, glaube ich. Guckt euch an. Also, Baumann ist noch da und Jonathan spielt. Der Rest ist komplett neu. Ne? Gut. Aber wir wollen das auch jetzt hier alles nicht in die Länge ziehen. Also, ihr seht selbst, ich habe euch gesagt, kauft bitte Sven Bender, wenn er da ist. Der Fehler übrigens gestern dann ist noch behoben worden in der Datenbank. Keine zwei Rodriguez, sondern nur einer. Und ich bin gespannt, wie der Marktwert abgehen wird morgen. Also, ich schätze mal, dass der so auf 30 Millionen sogar hochgehen kann. Ich weiß nicht, wie verrückt die Leute sind. Wie das Geld auch locker sitzt, das muss man immer sehen. Harit bitte kaufen, richtig guter Spieler. Also, ich habe mich gefreut für Schalke, dass sie den geholt haben. Mal sehen, wie der einschlägt. Und ja, ansonsten, Sven Bender ist vielleicht der Transfer des Tages. Wenn ihr das Glück habt, dass der bei euch auf dem Markt ist, dann bitte zuschlagen, damit macht ihr richtig Cash. Ja, in diesem Sinne war es das für heute. Das heißt, wir sehen uns morgen am Freitag wieder, dann vielleicht mit Neuigkeiten, vielleicht gucken wir mal, wo Chipka dann hingegangen ist vom Transfer und vom Geld her und ja, dann entscheiden wir uns morgen für Brooks oder für Uchipka. Das war's für heute, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Haut's rein, euer James. Bye bye und tschüss.